Bedrohte Tierarten hat der Stuttgarter Werner Pawlok fotografiert. Das klingt erstmal banal, ist aber dann doch aus mehreren Gründen was ganz Besonderes. Erstens ist Pawlok ein international bekannter Werbeprofi. Zweitens ist jedes seiner Bilder ein von Hand übermaltes Einzelstück, das mit den gewöhnlichen putzigen Tierbildchen recht wenig zu tun hat. Und drittens ist das Ganze für einen guten Zweck. Oder wenigstens das halbe, denn 12 der 24 Bilder hat Pawlok der Aktion United Artists for Nature zur Verfügung gestellt. Und wenn bei der Versteigerung auf der Kunstmesse Art nächste Woche alles gut geht, dann kommen dabei rund 100.000 Mark zusammen. Benefizkunst ist in. Davon profitieren Organisationen wie die Artists United for Nature. Mit viel Engagement setzen sich weltweit prominente Künstler für die bedrohte Natur ein. Der Umweltsong Yes We Can kam vor 5 Jahren sogar in die Charts. Internationale Rock- und Popgrößen sangen an gegen die Abholzung des tropischen Regenwaldes. Where we went wrong is not Die erste Aktion der Artists United in diesem Jahr, eine Ausstellung des Stuttgarter Fotografen Werner Pawlok, bekannt durch seine Arbeit als Werbefotograf, daneben aktiv als freier Fotokünstler. Der Ausstellungsort, eine der ersten Kunstadressen Deutschlands, die Galerie Hans Meyer, Düsseldorf. Wo sonst Teures vom Kunstmarkt feilgeboten wird, dreht sich jetzt alles um vom Aussterben bedrohte Tierarten. Crying Animals, weinende Tiere von Werner Pawlok. In der Stuttgarter Naturkundesammlung Rosenstein Museum findet Werner Pawlok seit 12 Jahren seine tierischen Motive. Zu retten sind diese Exemplare schützenswerter Arten allerdings nicht mehr. Sie sind bereits ausgestopft. Anders wären sie für Pawlok auch kaum zu fotografieren. Bei seinen freien Arbeiten benutzt er ausschließlich eine 50x60 Polaroid-Kamera, das einzig verfügbare Exemplar in Europa. Ja. What we do is natural portrait. We have a great hairstylist today. Pawloks Motive wechseln. Am Anfang waren die Tiere, dann kamen die Frauen. Die Frauen wurden abgelöst von den Blumen und nach den Blumen kamen wieder die Tiere. Einzigartig wird seine Polaroid-Fotografie durch das Verfahren. Sich entwickelnde Bilder überträgt er auf Aquarellpapier oder Leinwand. Zunächst mal ist es mir sehr wichtig, Unikate zu machen. Also jetzt nicht irgendwie Fotografie herzustellen, die sie x-beliebig vervielfältigen lässt. Mir ist das Unikat sehr wichtig. Prominente Unikate im Dienst der guten Sache. Tiere interessieren mich. Ich habe selber lange Jahre einen Hund gehabt. Ich habe einen Bezug zu Tieren. Ich finde es wunderbar. Prominente Umweltschützer, gelegentlich auch selbstkritisch. Unsere Wälder verstümmeln wir und unsere Luft verpesten wir. Ich bin gerade hierher von Zürich hergeflogen, habe also die Luft verpestet. Die Artists United for Nature haben ein Gespür für spektakuläre Auftritte entwickelt. Ehrenpräsident Loriot war dabei, als sich 1990 das European Symphony Orchestra formierte. Ein Requiem, dirigiert von Enoch Freiherr zu Guttenberg. Verdis Totenmesse für den tropischen Regenwald. Absolut nur die Ökologie. Und die haben mir auch ganz schöne Opfer gebracht, um das hier zu machen. Denn die Bezahlung ist nicht so toll, dass sich das lohnt, da von London oder Paris oder Warschau herzukommen. Der Wille zum Benefiz und das liebe Geld. Im letzten Jahr gelang es den Artists United, die stattliche Summe von 2 Millionen Mark zu sammeln. Doch wer garantiert dem benefizwilligen Künstler, dass seine Spende den richtigen Adressaten findet? Dafür bürgt Artists United. Also ich gehe davon aus, dass das alles in die richtigen Kanäle geht.
Oh, das fragen Sie mal lieber den Herrn Langenscheid. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die uns sehr beschäftigt. Es gibt erst einmal einen festangestellten Mann, das ist uns wert, der nichts anderes tut als Projektcontrolling, also genau zu schauen, was passiert denn dann auch weiter. Denn viele Projekte hören sich am Anfang gut an, aber leben ja nur, wenn es lange gemacht wird. Da braucht man Geduld dazu, um Natur zu schützen und Tiere zu schützen. Und dazu haben wir eine Regel, dass überall, wo mehr als 50.000 Mark ausgegeben werden, ein Vorstand, also einer von uns, hinfährt und sich selbst ein, zwei Wochen lang ein Bild macht von allen Beteiligten, von dem gesamten Projekt. Ende gut, Spende gut. Das Engagement der Artists United ist auf jeden Fall sinnvoll. Denn bereits heute haben wir die Hälfte des tropischen Regenwaldes zerstört, unzählige Tierarten endgültig ausgerottet. Häppchen und Getränke für die gute Sache. Ein Narr, wer Böses dabei denkt. La, 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 la. Imagine the day you're sitting in your room. Ba-ba-ooh, imagine the day you're whistling a tune. Ba-ba-ooh, imagine the day the ringing song you see.